Runde 2 in der Regionalliga Mitte. Der SV Wallern trifft im Oberösterreicher Duell auf die Union Gurten. Rein in die Partie. Die erste Möglichkeit gehört den Hausherren. Dejan Misic prüft in Minute 11 erstmals Gurten-Goli Fischer. Oliver Fischer kam ja vom Aufsteiger Askö Öd. Knappe 10 Minuten später faul an Oliver Affenzeller vor dem Strafraum. Freistoß für Wallern, den übernimmt Queser und Fischer war noch dran. Der darauffolgende Eckball, ebenfalls von Queser, landet bei Mitter, wird aber auf der Linie geklärt. Die Anfangsphase gehört klar der Heidacher Elf. Eine Minute später schon der nächste Freistoß für Wallern, diesmal direkt am 16er. Misic mit viel Wucht, Goli Fischer pariert aber. Minute 27, jetzt mal Gurten, Wirt mit viel Platz auf rechts, Goli Moser mit dem Foul. Damit gibt's Freistoß für die Gäste. Burkhuber übernimmt, der Ball aber kein Problem für Moser. Gurten jetzt besser in der Partie. Horner mit viel Platz über links, legt quer und Wim Leitner staubt ab. 1:0 aus Gästesicht die Minute 32 durch den Maxi. Wallern jetzt gefordert. Felix Husbeck mit viel Übersicht auf Daniel Steinmeier, der mit dem Haken und viel Zeit. Und schon steht's 1:1, der direkte Ausgleich für die Hausherren in Minute 34. Und Wallern will gleich erhöhen, Queser mit der Ecke, Wimleitner dran und Husbeck am zweiten Pfosten mit Wucht per Kopf. Dann der zweite Versuch, aber auch der landet nicht im Gästetor. In Minute 43 nochmal die Matric-Elf, der weite Einwurf fast wie eine Flanke landet auf Umwegen bei Wimleitner, Moser hat den aber sicher. Mit 1:1 geht's also in die Halbzeitpause. Gurten startet besser in den zweiten Durchgang. Kapitän Reiter mit dem starken Ball auf Wimleitner und der mit dem Volley aus der Drehung. Da hat nicht so viel gefehlt. Kurz darauf, Minute 53, wieder Wimleitner im Zentrum. Felix Husbeck versucht zu klären, der Ball bei der Grätsche, aber an seiner Hand. Schiedsrichter Smolinski pfeift Elfmeter. Den übernimmt natürlich der Maxi. Und verwandelt trocken, keine Chance für Moser. 2:1 aus Sicht von Gurten durch Fabian Wimleitner. Die Gäste jetzt klar besser, schalten gut um. Wimleitner legt quer auf Wirt, Aciampong noch dazwischen. Der Ball geht knapp übers Kreuzeck. Wallern tut sich schwer in Hälfte 2. Gurten verlagert das Spiel gut, Minute 82, der eingewechselte Pori mit dem Pass ins Zentrum. Der abgefälschte Ball landet bei Burkhuber, der Volley aber bei Moser. In der Nachspielzeit dann noch eine Ecke für die Hausherren. Wallern muss jetzt alles riskieren, Goli Moser ist mit vorne, Queser führt aus und findet seinen Torhüter fast per Kopf. Das ändert aber nichts mehr am Ergebnis. Der SV Wallern St. Marienkirchen verliert zu Hause gegen die Union Raiffeisen-Gurten mit 1:2. Ja, ich glaube, dass wir sehr viel richtig gemacht haben im Spiel, auch gerade in der ersten Halbzeit. Ich glaube, dass Gurten nicht den Zugriff gehabt hat, den was sie normalerweise haben. Also wir haben sehr viel Ballbesitz gehabt, aufgrund natürlich, dass sie ein bisschen passiver gestanden sind und da sich sehr viel aufs Verteidigen konzentriert hat. Aber im Endeffekt haben wir mit einem kleinen Fehler das Gegentor gekriegt und sonst eigentlich das Spiel im Griff gehabt. Und was halt dazugekommen ist, dass wir leider halt die Tore nicht gemacht haben. Ja, ich finde schon, dass man es kennt hat, dass wir einfach mehr Siegeswillen gehabt haben wie die anderen. Wir haben sie auch gut angelegt, wir haben sie aufgestellt, haben sie spielen lassen, haben auf einen Fehler gewartet und wir haben das halt eiskalt ausgenutzt. Und das sind die Ergebnisse der Spiele mit oberösterreichischer Beteiligung. Etwas überraschend die Niederlage von Öd bei den jungen Wikingern. Siege feiern Wels und Steyr, Vöcklermarkt und die LASK-Amateure mit Heimniederlagen. Wallern gegen Gurten haben wir gesehen.